Alle 2 Minuten stirbt in Afrika ein Kleinkind noch vor seinem 5. Geburtstag an Malaria. Die Epidemie wütet vor allem in Afrika, zerstört Familien, verursacht riesiges Leid. Fieberschübe, Schüttelfrost, Magen-Darm-Beschwerden und Krämpfe. Die Symptome sind sehr unspezifisch und ähneln oft denen anderer Erkrankungen. Das macht Malaria schwer zu identifizieren. Nur 10% aller Infektionen weltweit werden richtig diagnostiziert. Gängige Malaria-Schnelltests sind oft ungenau. Und die mikroskopische Untersuchung von Blutproben auf den Erreger zu kompliziert. Bisher. Der niederländische Hämatologe Jan van den Bogaert hat es geschafft, ein genaues Bluttestverfahren zu entwickeln. Die Methode ist ein völlig neuer Weg, Malaria nachzuweisen. Wir schauen nicht mehr so sehr in die Zelle hinein. Die Tropenkrankheit wird von Parasiten der Gattung Plasmodium hervorgerufen und durch den Stich der weiblichen Anopheles-Mücke übertragen. Nachweisbar sind die Erreger im Blut. Das Blut des Menschen beinhaltet eine unvorstellbare Menge an Informationen. Man muss sie nur richtig lesen können. Zusammen mit seinem österreichischen Kollegen Oliver Heiden kann Jan van den Bogaert genau das. Rund ein Jahr lang forschten, analysierten und verglichen die beiden unzählige Blutproben und sammelten die Daten. Anfangs nur mit Hilfe von Excel-Tabellen. 30 Parameter tauchten immer nur bei mit Plasmodien infizierten Proben auf. Ein Fingerabdruck von Malaria mit einer Treffsicherheit von 97%. 2 Blutzellen haben einen ganz bedeutenden Anteil für unsere Malaria-Detektion. Und das sind eben nicht die roten Zellen, sondern es sind die weißen Zellen und vor allem es sind die Blutplättchen. Und in diesen Blutplättchen steckt so viel Information drinnen, dass wir eben diese hohe Sensitivität für unseren Test erreichen. Malaria zählt zu den tödlichsten Krankheiten unserer Zeit. 90% der Infizierten leben auf dem afrikanischen Kontinent, gefolgt von Südostasien und dem östlichen Mittelmeerraum. Als Risikogebiet zählt aber der gesamte Äquatorbereich. Die Zahl der Neuerkrankungen sank laut WHO in den vergangenen Jahren um rund 20%. Das gelang durch die großflächige Bekämpfung der Überträgermücke mit Insektenvernichtungsmitteln und die flächendeckende Anwendung von Moskitonetzen. Dennoch infizierten sich im Jahr 2016 rund 200 Millionen Menschen neu mit Malaria. Über 500.000 stirbt sogar jährlich an der Tropenkrankheit. Eine sichere Testmethode ist also essentiell, aber sie muss schnell gehen. Dabei soll eine Maschine helfen. Der Advia 2120i von Siemens Healthineers ist ein vollautomatischer Blutscanner. Er steht bereits in über 3000 Kliniken weltweit und untersucht Blutproben auf verschiedenste Krankheitserreger. So groß wie eine kleine Waschmaschine analysiert das Gerät 120 Blutproben pro Stunde gleichzeitig auf bis zu 500 Parameter. Van den Bogaert und Heiden programmierten mit Hilfe von Algorithmen eine neue Anwendung für das Gerät. Jetzt kann es auch Malaria erkennen. Es durchleuchtet die Blutzellen und erstellt aus den Daten ein Diagramm. Damit kann ein Arzt wie bei einem großen Blutbild feststellen, ob die Probe mit Malaria infiziert ist. Die Vorteile davon sind, dass es viel schneller geht, präziser ist und man keine Experten mehr für den Nachweis braucht. Das Ergebnis kommt direkt aus dem Routineanalysator, ohne weitere Tests. Jan van den Bogaert und Oliver Heiden arbeiten daran, ihr Verfahren auch für andere Krankheiten anwendbar zu machen, wie zum Beispiel für die Früherkennung von Leukämie.